Ich bin vor einiger Zeit auf ein Video gestoßen und wollte selbst ehrlich gesagt ein Video dazu drehen und hatte auch schon die Ideen und bla. Ich wusste halt nur nicht ganz genau, ob das wirklich so eine gute Idee ist, weil das Thema halt generell sehr kontrovers ist, auch in unserer Gesellschaft, weil für viele auch die Wiedereinführung quasi in die Gesellschaft wichtig ist, das Resozialisieren dieser Personen. Es geht speziell um das Video von Frag einen PD. Ich werde das hier umschreiben. Ich werde nicht den exakten Namen sagen. Ich sage PD. Das Video stammt von dem YouTube-Kanal Hyperbowl. Ich werde euch das auf jeden Fall in die Kommentare noch verlinken. Dann könnt ihr selbst das Video gerne anschauen. Ich habe mir das komplette Video angeschaut und ich sage euch, das ist schon wirklich ziemlich lange her. Und ich habe es mir jetzt nochmal für dieses Video angeschaut. Und am Ende des Videos hatte ich so ein Gefühl, was ich als empathisch beschreiben würde. Ich habe plötzlich mit dieser Person, die dort zu sehen war, sympathisieren können. Ausschlaggebend, warum ich mich jetzt doch dazu entschieden habe, das Video zu drehen, ist folgender. Ich habe vor 2, 3 Tagen einen Bericht gefunden, wo es darum ging, dass ein College-Professor in den Vereinigten Staaten nämlich dafür kämpft, PDs nicht als PDs zu bezeichnen, sondern von minderjähriger angezogene Personen, dass man das halt umbenennt, anstatt dass man PD sagt, weil das so ein hartes Wort ist. Wenn ich mal so zurückdenke in den letzten Jahren, die Berichterstattung, die immer mal wieder zu sehen war, speziell auf YouTube, dass man versucht, dieses Stigma anzugehen. Diese Videos zeigen meiner Meinung nach, dass es halt immer noch normale Menschen sind. Ja, die Kernaussage ist auch, dass Kindesmissbrauch verhindert werden soll, aber trotzdem denke ich, dass der Schritt auch gewollt ist, dass diese Menschen von der Gesellschaft akzeptiert werden. Und das schaffen sie, indem sie mehr darüber aufklären, Videos machen, wie man sie halt heutzutage auf YouTube findet. Und genau da liegt mein Problem. Als ich das Video von Hyperbowl angeschaut habe, wie ich euch gerade erzählt habe, auf einmal hatte ich so das Gefühl, die Person ist mir total sympathisch. Und solche Videos auf YouTube sollen genau das bei einem vermitteln, dass man sich eben in diese Person hineinversetzen kann, vielleicht einige Dinge auch nachvollziehen kann oder soll. Dann bin ich so die Kommentare durchgegangen. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass man versuchen würde, mich zu manipulieren mit diesem Video als Zuschauer. Ich möchte euch gerne ein paar der Kommentare vorlesen. Das ist der mutigste Mann, den ich jemals auf YouTube gesehen habe. Respekt. Ich hoffe, er bekommt Hilfe. Dann hier, da braucht man schon eine riesige Menge Mut, sich mit der Krankheit öffentlich zu stellen. Wahnsinnig Respekt. Kein deutscher Rapper hat solche Eier wie dieser Herr. Vielen Dank für diesen Schritt, den er gemacht hat, weil es sehr wichtig ist, gerade bei so einem Tabuthema überhaupt reden zu können. Das, was mich sehr, sehr schockiert hat, es gibt wirklich haufenweise solcher Kommentare. Es sind fast 7000 Kommentare. Ich werde euch erklären, was ehrlich gesagt mein Problem ist mit solchen Videos und solchen Kommentaren. Und zwar ist mir schon häufiger aufgefallen, dass der Begriff Minor Attracted Person mehr oder häufiger Personen verwenden, zu Minderjährigen hingezogene Personen. Das wäre jetzt die Übersetzung. Egal, ob man das jetzt nimmt oder das englische Wort. Es ist halt so, dadurch, dass man das Wort umschreibt, nicht mehr PD sagt, hört sich das doch schon fast so an, als wäre das einfach nur eine neue sexuelle Orientierung. Einfach damit es gesellschaftsfähiger klingt, damit es geläufiger klingt, damit Menschen sich auch ein bisschen wohler fühlen. Frage ist halt, wohin soll das laufen? Wie werden wir in Zukunft dann Vergewaltiger nennen? Wie werden wir nennen, wird es auch nette Umschreibungen geben, damit es einfach gesellschaftsfähiger klingt. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige hier argumentieren würden, eventuell okay, aber Mörder und Vergewaltiger sind auch Menschen und sie müssen genauso akzeptiert werden von der Gesellschaft. Nur in einem stimme ich zu, falls das jemand an der Stelle denken sollte, ja, sie sind Menschen. Aber ich persönlich halte es für überaus gefährlich, sich in eine gefährliche Person hineinzuversetzen und mit dieser zu sympathisieren. Wenn wir jetzt anfangen, PDs umzubenennen in zu Kinder hingezogene Erwachsene, dann klingt das halt einfach abgemildert, es klingt nicht mehr gefährlich und gleichzeitig
verschwindet da die Grenze. Wenn man das Wort einführt zu Kinder hingezogene Erwachsene, dass das Wort eben abgemildert wird, was man auch Soft Language nennt, um eben Wörter nicht so hart oder gefährlich klingen zu lassen. Dabei ist halt die Frage, inwiefern das zu einer verzerrten Realität führt, gerade nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern. Und es ist letzten Endes so, Leute, dass es egal ist, über welches Thema man spricht, was halt mit einem Stigma behaftet ist, sobald man versucht, das Thema zu entstigmatisieren, geschieht auch eine Normalisierung. Das finde ich persönlich sehr, sehr gefährlich, gerade wenn es um solche Dinge geht. Zu dem Begriff an sich kann ich einfach nur sagen, ich persönlich denke nicht, dass damit irgendjemandem geholfen ist, von denen, die diese Krankheit haben, dass die Krankheit einem genommen wird. Ich denke, dass man im Kern einfach versuchen sollte, gegen diese Krankheit anzugehen mit allen Mitteln. Ich weiß, dass nicht jeder PD gleich ein Straftäter geworden ist. Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass gerade mit solchen Videos, die dann sogar richtig viele Aufrufe bekommen, dass es den Eindruck erweckt, dass man eventuell PDs damit die Stimme und die Macht geben kann, lauter zu werden. Ich könnte mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen, dass auf dem Wege dahin, während man die Krankheit normalisiert, auch gleichzeitig versucht, das Wort Krankheit und PD nicht in Verbindung zu bringen, sondern dass diese Krankheit einfach nur eine sexuelle Neuorientierung ist. Für mich ist ehrlich gesagt das größte Problem, dass diese Menschen sich dann vielleicht auch in ihrem Denken und Tun bestätigt fühlen. Das wiederum könnte Kinder verletzen. Ich finde halt einfach, mit dem Entstigmatisieren verschwimmt gleichzeitig eine Grenze. Und ich weiß, dass viele das Argument auch bringen, dass früher die LGBTQ-Community auch als Krankheit angesehen worden ist. Und dann gab es Elektroschockstherapie und so weiter und so fort, weil man versucht hatte, dass diesen Menschen auszutreiben. Es wurde halt auch sehr, sehr stark stigmatisiert, bis heute teilweise sogar immer noch. Die Sache ist halt, es gibt im Gesetz nicht ohne Grund ein Einwilligungsalter, erstens das, und zweitens, der große Unterschied ist auch, dass es sich hierbei darum handelt, dass sich zwei erwachsene Menschen einvernehmlich lieben. Man kann das halt eben nicht gleichsetzen mit einem Kind und mit einem PD. Selbst wenn das Kind einwilligt, das ist halt einfach, das Hirn ist einfach nicht ausgereift, um solche Entscheidungen treffen zu können. Das Wort Liebe ist Liebe wird dann plötzlich auch bei PDs verwendet. Also keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Wie gesagt, für mich ist das ein großer Unterschied. Da liegen zwei Welten, weil bei der LGBTQ-Community kein Kind zu Schaden kommt. Kommen wir zum Schluss, um das Ganze auf den Punkt zu bringen. Ich bin der Meinung, weil Kinder halt nicht in der Lage sind, sich selbst zu schützen oder sich zu wehren, liegt das halt in unserer Hand als Erwachsene, das zu tun. Und das tun wir, wenn wir klare Grenzen setzen und eben nicht anfangen zu sagen, dass PDs eben keine gefährlichen Menschen sind. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare schreiben, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao.